Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben ja hier schon oft über Videoüberwachung diskutiert. Was hat sich jetzt geändert? Es gab einen grausamen Anschlag in Berlin. Und wenn wir uns fragen, muss die Konsequenz daraus der allgemeine Ausbau von Videoüberwachung sein, dann lautet die Antwort nein. Terroristen lassen sich dadurch nicht abschrecken. Ich glaube, da sind wir uns alle einig oder fast alle. Im Gegenteil, sie suchen die maximale Öffentlichkeit, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Und da hatte Klaus Lederer recht, wenn er darauf hinweist. Und auch die Ergreifung des Attentäters ist durch eine ganz gewöhnliche, klassische Polizeikontrolle geschehen. Wenn also einige meinen, das jetzt wäre der Grund, um genau jetzt nach dauerhafter Videoüberwachung zu rufen, auf öffentlichen Straßen und Plätzen, dann ist es nicht nur vollkommen an der Sache vorbei, es ist auch der übliche Reflex bei vielen sogenannten Sicherheitspolitikern. Man versucht im Rückenwind einer aufgebrachten Debatte die angestaubten Forderungen nach härteren Gesetzen wieder in den politischen Ring zu werfen. Und gerade bei Ihnen von der CDU ist das so. 5 Jahre lang hat Ihr Innensenator nichts auf die Reihe gekriegt. Und auf den letzten Drücker hat er hier einen mangelhaften Gesetzentwurf eingebracht und ist damit auf die Nase gefallen. Und jetzt bringen Sie hier genau diesen Entwurf nochmal ein und zeigen mit dem Finger auf andere. Das ist schon ziemlich bizarr, muss ich sagen. Und einer der schlimmsten Scharfmacher ist leider unser Bundesinnenminister, Herr de Maizière. Er hat gesagt, jetzt ein Zitat, Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten hat Sicherheit Vorrang. Und es regt mich wirklich ein bisschen auf, diese Einstellung. Nach dem Motto, Grundrechte, das ist so ein Spielzeug, so ein Luxusproblem für schöne Zeiten. Und jetzt gab es einen Anschlag und jetzt sollen diese Datenschützer mal schön die Klappe halten und uns nicht ins Handwerk pfuschen. Das hat mit freiheitlichen Werten nichts mehr zu tun und unser Grundgesetz wird damit auch nicht verteidigt. So lässt man die Terroristen gewinnen, meine Damen und Herren. Und jetzt nehmen wir mal den Anschlag beiseite. Man muss die Dinge ja trennen. Sie behaupten ja in Ihrem Antrag, Videoüberwachung könne man kriminalitätsbelastete Orte allgemein sicherer machen. Und über Sie rechts außen hier will ich erst gar nicht reden. Sie wollen ja die gesamte Stadt zu einem gefährlichen Ort erklären und damit die flächendeckende Videoüberwachung ermöglichen. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse und wird auch durch Ihre wirre Argumentation nicht besser. Ich sage Ihnen, was die Stadt sicherer macht. Man muss es ja leider immer wieder sagen. Wenn wir es schaffen, die Polizei so auszustatten, dass sie im öffentlichen Raum präsenter sein kann. Wenn es mehr Personal im ÖPNV gibt, das eingreifen kann. Wenn wir an bestimmten Orten mobile Wachen einrichten. Auf all das haben wir uns geeinigt. Wenn wir die Arbeitsbedingungen bei der Polizei so verbessern, dass die einen funktionierenden Digitalfunk haben, dass ein ordentliches Einsatztraining und Schießtraining stattfindet und dass sie wieder endlich ordentlich besoldet werden, dann ist das ein größerer Gewinn für die Sicherheit, als ihn Gesetzesverschärfungen jemals bringen können, meine Damen und Herren. Wenn Sie belegen wollen, dass die dauerhafte Videoüberwachung das bessere Instrument ist, dann müssen Sie hier schon mehr vorlegen als ein paar Einzelfälle. Natürlich, es gibt Straftaten, bei denen tragen die Bilder zur Ergreifung des Täters bei. Das bestreitet niemand. Und bei einzelnen Veranstaltungen oder ähnlichen Anlässen, wenn es eine Gefahrenprognose der Polizei gibt, ein Sicherheitskonzept, dann kann man prüfen, ob das temporär Sinn macht. Das gibt das Gesetz schon her. Aber wenn es um generelle Überwachungsmaßnahmen geht, um Maßnahmen, die die Grundrechte von uns allen einschränken, dann ist der Einzelfall, dann ist die einzelne Straftat kein guter Ratgeber. Dann müssen wir uns schon fragen, ob die Videoüberwachung nachweislich die Kriminalitätsrate senkt, ob dadurch insgesamt weniger Straftaten passieren. Und nach all dem, was wir wissen, nehmen wir London, nehmen wir Potsdam oder andere Städte, dann ist das nicht der Fall. Und das hat nichts mit Ideologie zu tun. Es geht uns hier um eine rationale Sicherheitspolitik, die sich an Fakten orientiert. Wir wollen Sicherheit nicht nur vortäuschen, wir wollen Sicherheit schaffen. Und deswegen werden wir solchen Gesetzesverschärfungen nicht zustimmen. So einfach ist das. Vielen Dank.